Nummer 21. Das ist Vincent van der Voort. The top seeded Michael van Gerwen is playing Vincent van der Voort. Dean Winstanley, den wir gerade gesehen haben, spielt gegen den Bully Boy Michael Smith. Dave Chisnell ist die 8 der Setzliste, der steht also fest. Dave Chisnell hat es zu tun mit Raymond van Barneveld. Auch eine interessante Erstrundenpartie. Dave Chisnell gegen Raymond van Barneveld. Mervyn King ist als nächstes gezogen worden. Er hat es in Runde 1 zu tun mit der aktuellen Nummer 11 der Welt, mit dem Warrior Wes Newton. Mervyn King against Wes Newton. Simon Whitlock's the next seeded player, number 5. Simon Whitlock, die Nummer 5 der Setzliste, trifft auf den Waliser Richie Burnett, den Prince of Wales. Simon Whitlock against Richie Burnett. Terry Jenkins, der nächste Name, der gezogen wurde. Terry Jenkins spielt in Runde 1 gegen den Belgier, den Hurricane Kim Heibrechts. Dann kommt die Nummer 4 der Setzliste, Peter Wright. Peter Wright bekommt es mit Jabba zu tun, Jamie Caven. Number 4th seed, Peter Wright against Jamie Caven. Der BDO-Weltmeister von 2014, Stephen Bunting, ist der nächste Name, der hier gezogen wurde. Stephen Bunting trifft in Runde 1 auf The Rocket, Ronnie Baxter. Eieiei, was sind das für Erstrundenpartien? Jetzt kommt die Nummer 2 der Setzliste, Phil The Power Taylor. Er hat es zu tun in Runde 1 mit Steve Beaton, The Bronze Adonis. Number 2 seeded player, Phil Taylor against Steve Beaton. Darren Webster. Der nächste Name, der hier gezogen wurde. Darren Webster spielt gegen Goldfinger Andrew Gilding. Darren Webster against Andrew Gilding. Die Nummer 7 der Setzliste, James Wade. The number 7 seeded, James Wade, is playing the Pie Man. Andy Smith, James Wade trifft auf Andy Smith, den Pie Man. Der Schotte Robert Thornton wurde gezogen, The Thorn. Robert Thornton spielt in Runde 1 gegen Justin Pipe, The Force. Robert Thornton against Justin Pipe, number 6 seed Gary Anderson. Gary Anderson is playing the history maker Brendan Dolan. Gary Anderson also gegen den Nordiren Brendan Dolan. Michael Mansell aus Nordirland. Er trifft in Runde 1 auf Ian White. Michael Mansell against Ian White. Und dann kommen wir zur Nummer 3 der Setzliste, Jackpot Adrian Lewis, the number 3. Adrian Lewis trifft auf Daryl Gurney gegen Adrian Lewis. Kevin Painter wird hier als vorletztes gezogen. Eine Nummer ist noch übrig, die Nummer 9. Und Kevin Painter darf gegen den Hammer antreten, gegen Andy Hamilton. Und damit ist dieses
32er Feld, also gesetzt, wie gesagt, top gesetzt ist Michael van Gerven, die 2 Phil Taylor, die 3 Adrian Lewis, die 4 Peter Wright. Und damit ist die Auslosung also perfekt des PartyPoker.com World Grand Prix 2014. Das war's also mit der Auslosung. Jetzt noch mal ganz kurz gedulden und dann haben wir das Finale der European Darts Trophy 2014 zwischen Michael Smith, dem Bully Boy, und Michael van Gerven. Wenn das jetzt gleich nicht mal richtig kracht, wollen hoffen, dass der Bully Boy ähnlich in Fahrt kommt. City West Hotel in Dublin, one of the big majors on the PDC calendar. And if you paid attention there, you might see a little repeat of some of the games you've seen this weekend at the European Darts Trophy. The one that sticks out, James Wade against Andy the Pie Man Smith. Well, the Pie Man won. And a repeat of their game at the World Championships over Christmas, where the Pie Man missed darts to beat the 7-time major finalist. There are tickets still available for that. I can guarantee you, if you go, you will have a blinder of a time. And see some top darts. Phil Taylor, the defending champion, beating Dave Chisnell last year. You can get tickets through the PDC website, www.pdc.tv. Oh, what we felt tonight, what we felt tonight.